Hi Leute, ich bin's wieder Jojo und ich habe ein neues Let's Play Projekt, nämlich Let's Play Super Mario Legends One The Elemental Quest von Frog Trigger. Ich muss gleich am Anfang sagen, ich werde mit Save States spielen. Nicht etwa, weil der Hack so im ersten Level ist ja noch ganz einfach. Der Switch Palace ist schon ganz schön happig. Aber weiter habe ich den Hack auch noch nicht gespielt. Nein, einfach aus dem Grund, weil in diesem Game so viele Glitches drin sind. Lieber Entwickler, was hast du dir dabei gedacht? Naja, egal. Okay, fangen wir mal an. Ich schaue gerade, ob die Save States richtig belegt sind. Ja, sind sie. Ich spiele das Teil außer dem ersten Level blind und dem Anfang des Switch Palace, weil er dann geglitscht hat. Deswegen nehme ich das jetzt auch blind. Und ja, mal sehen. Moment. Just a moment. Sound. Ich mache das ganz bisschen leiser, weil ich nicht weiß, wie die Soundeinstellungen sind. So. Welcome this dinosaur land. Und ich habe meinen Timer wieder nicht. Und das ist aber egal, weil er genau neben mir liegt. Und jetzt Switch, Switch, Apple Zeug. Und dann Uhr. Timer. Und ich stelle ihn auf 13 Minuten. Gut. Dann fangen wir mal an. Safe State Nummer 1 auf der Uwe World. Safe State Nummer 1. Richtige 1, jetzt im ersten Level. The Goomba Fields. So. Also im ersten Level werde ich jetzt mal doch, ich werde Safe State benutzen. Und zwar zeige ich euch die Glitches. Damit ihr auch wisst, warum ich jetzt hier Safe State in so einem Spiel. Ist hier einer? Ich Safe State immer vor Röhren, weil das mir ansonsten viel zu heikel ist, in so einen reinzugehen. So, da ist noch irgendwas. Ja, klar, Goomba. Und weg mit dir. Juhu. Ja, Safe State und hier rein. Nein, da ist auch nichts. Dann hier rein und die Shell will ich. Und die Shell will ich auch. So. Dann gehen wir hier weiter. Oh, ein 3-Up-Moon. Den kriegen wir hier. Also der Hack ist hier noch nicht schwer, aber der Switch-Spell ist, Mann, ganz ehrlich, der ist gut gemacht. Der ist richtig schwer. So, Safe State, ich weiß nicht, ob ich da rein kann. Safe State, ob ich da rein kann. Safe State, ob ich da rein kann. Okay, scheint nicht so. Dann, stimmt, das war ja auch eine gelbe Röhre, glaube ich, oder? Rein? Nein. Rein? Nein. Hier, das war diese Röhre. Achtung, und? Wir sind erstaunt, wir sind in einem Glitch-Level, das kein Ende hat und wir freuen uns über ganz viele Ups, die wir jetzt bekommen. Aber dieses Level leider nicht verlassen können. Ui. Gut, das war der erste Glitch. Der zweite Glitch folgt gleich auf dem Fuße. Wahrscheinlich nicht auf dem Fuße, aber ja, er wird folgen. Und zwar... genau hier. Nein. Safe State. Erstmal hier einen abholen. Und jetzt kommt der zweite tolle Glitch. Safe State. So. Jetzt sind wir in einer tollen Höhle, die mir auch richtig eigentlich am Anfang gefallen hat. Hier noch ein paar Sachen. Ach, wozu sammle ich die ein? Das sind nur Münzen. Dann hier eine Shell. Die ist zwar sehr unnötig, aber da ist noch ein Chuck. So. Und wenn wir jetzt hier reingehen... ui, wir spawnen und wir sind im Boden und sterben. Zweiter Glitch. Mehr sind mir bisher noch nicht aufgefallen, aber ich will kein Risiko eingehen und deswegen... Heidewitzka. So. Safe State können wir da rein. Safe State können wir da rein. Okay. One up. Okay. Und jetzt. Zack, zack. Safe State. Gucken, was da drin ist. Rein. Zack. Ich will die Blume. Ich will die Blume. Ich will die... ja, genau. Und jetzt, oh, hier runter, geht auch nicht. Uah. Skill. Und noch eine Blume. Das erste Level ist wirklich nicht schwer. Aber der Switch Palace hat es in sich. Und man sieht ja hier auch, dass man hier ganz viel... oh, da ist was drin. Nein, das war sehr unintelligent. Und ich will da hoch. Und dafür war wahrscheinlich die Shell. Kann man hier rein? Gut. Kann man hier rein? Oh, mir geht schon die Zeit weg. Weiter. Ist ja jetzt egal. Es gibt ja kein Secret Exit, deswegen. Und wir haben das erste Level geschafft. Dadadum. So, Sicherheitssafe vor dem nächsten Level auf der Overworld. Und die Musik ist einfach so episch. Ganz ehrlich, Gratulation an den Hackmacher. Die Musik ist dir wirklich gelungen. Also kann ich gar nichts sagen. So, Safe State auf 0, Safe State auf 1. Haben wir
Genau, ja. Enter. Save State. Und ich muss schon sagen, der Switch-Spieler ist hier. Ich dachte zuerst, ich spiele den Hack ohne, aber ohne Save States. Na, ich kann es ja den ersten Versuch mal versuchen. Aber ich weiß nicht genau, ob das jetzt funktionieren wird. Weil einfach so, keine Ahnung, schwer und so. Aber mal sehen, ob wir es ohne Save State hinkriegen. Wenn nicht, dann spiele ich halt mit Save State. Aber bisher läuft es doch ganz gechillt und... wie kam ich da jetzt nochmal hin? Ach ja, genau, ich hätte diesen Block nicht anstoßen sollen. Und da springen wir jetzt drauf und ihr Feder. Und jetzt kann man nämlich das Tolles machen mit Feder und man kann hier. Oh. Ladida. Okay. Save State. Und jetzt machen wir das einfach mit Save States, weil ich nicht gut gelaunt bin. Oder doch machen wir es mit Save States. Ist doch viel lustiger. Ohne Save States ist doch viel lustiger. So, hier hoch. Jump. 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 Nein, Jump. So, jetzt. Feder. Dreh. Dreh. Nein. Verdammt. Rein. Diese hässliche Plattform. Nochmal. Entschuldigt, dass ich manchmal komisch reinschmatze. Nein. Ich schmatze ja nicht in mein LP rein. Nochmal. Ich habe jetzt keine Lust, noch ein Leben zu verlieren. Oder ich mache es einfach so, dass ich immer das Level im Save State neu lade, damit ich nicht Game Over gehe, weil das ist wirklich dumm. So. Dann nehmen wir das. Dann können wir den Block, ja, der ist oder so weg. Dann gehen wir hier weiter und jump und jump und jawohl und jump. Und da ist die Feder. Gleich mal weiter. So. Ach, verdammt, jetzt habe ich gesave State. Save State Load. Save State Load. Yeah. Epic. So. Schauen, ob es hier reingeht. Und die fallen runter. Oh, das ist doch toll. Noch eine Feder. Okay, wenn ich das jetzt... Ich sag nichts. Ich habe das mit Oligo angespielt, aber dann war die Soundeinstellung kaputt und dann wollten wir es nicht hochladen. Gehe ich hier rein? Nein, gut. Dann gehen wir hier weiter. Ich wollte das eigentlich weiterspielen. Nein, 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 nein. Save State. Aber dann ist jetzt was ganz Dummes passiert. Ach, hier könnte ich auch mal Save State und gucken, ob ich hier rein kann. Aha. Und nein. Und, ja, so. Bis hierhin kamen wir. Und dann wollten wir es einfach nicht mehr... What the hell? Save State, kann ich nicht rein. Wie das Game laggt. Und da ist noch eine Feder. Ah. Toll gemacht. Save State rein? Nein. Save State rein? Nein. Gut. Dann halt hier. Und dann hier runter. Und dann hier. Und Save State und hier. Und dann hier hoch. Und dann. Und dann. Was ist dieses hässliche Spiel? Wird dann kein Save State mehr gemacht. Ich lasse es jetzt auch einfach mal. Ich gehe einfach in keine Röhre rein. Oh ne, kommt da jetzt noch was mit Bullet Builds? Hä? What the hell? What the? What the? Nein, Feder. Okay, Save State, aber wahrscheinlich wird es nicht verglitscht sein. Die Musik ist ja geil. Okay, gehen wir einfach mal durch, so. Und da hinten ist das.
Okay. Und ist das das Ziel? Anscheinend nicht. Ah, da oben ist der Switch. Und ja, ja, nein. Wie komme ich jetzt zum Switch? Also, wenn ich es jetzt nicht schaffe, zum Switch zu kommen, dann bin ich leicht angepisst. Hm. Ah. Jawohl, und damit machen wir wieder ein Sicherheitssave auf Nummer 0. Und wieder hier auf 1. Na, ich hätte es wahrscheinlich auch ohne, aber Save-Set-Aber, das wäre mir einfach viel zu assig gewesen. So. Wir versprühen überall gelbes Zeug. Continue and save. Und dann gehen wir weiter nach unten. Und wir gehen nach rechts. Wir waren noch gar nicht in Yoshis Haus. Ist die Musik nicht geil? Hello, sorry, I'm not home, but... Ja. Dann gehen wir auch hier rechts. Save auf 1 und gehen rein. Mal sehen, wie das Level ist. Es ist einfach. Ich spiele es ohne Save-State. Oder hoffe zumindest, dass ich es ohne Save-State spielen kann. Ach, wisst ihr was? Es ist bestimmt auch wieder irgendein Glitch drin. Ich spiele das jetzt mit Save-States, weil mir einfach ist und weil ich es dann vielleicht auch nochmal ohne Save-State. Nein, ich habe meine Fehler verloren und bin nicht dumm. Und gleich auch nochmal eine Blume und meinen Pilz. Das war doch jetzt mal geil. Und wir gehen hier hoch und irgendwie war doch da am Anfang noch was. Nein, doch nicht. Das kommt nicht in den Save State rein, weil ich einfach viel zu dämlich war, das zu machen. So, dann haben wir noch ein Save State. Hier am Anfang. Und jump und spring und spring und tot. Also. Ich erlaube mir jetzt 3 Save States pro Level. So, fertig. 3 pro Level sind okay, denke ich. Weil. Nein, und die vor den Pipes, weil sonst, ich will nicht wieder geglitscht werden und das wäre doch schade. Um die Zeit. Ach nein, die Glitches gehören mit zum Display, also machen wir es mit Glitches. Oh. So, geht's da rein? Nein. Geht's da rein? Nein. Geht's da rein? Nein. Oh, cool. Ja, habe ich aus dem Screen geglitscht. Zack. Und Pilz. Und zack. Und zack. Und Pilz. Und. Na. So. Zack. Ich sehe schon, was da oben ist. So. 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 Angst. Hilfe. Geduckt springen. Oh mein Gott. Schwierigste Stelle ever in diesem Game. Aha. Egal. Ist mir jetzt wurscht. Gut. Save State hier. Und mal sehen, wie viel Leben wir haben. Wir haben noch 39 Sekunden. Okay. Alles klar, Leute. Und mit diesem Sterben verabschiede ich mich euch vom ersten Part Let's Play Super Mario Legend C1 The Elemental Quest Glitch Version Go Mario von Frog Trigger. Bis dahin, wir sehen uns beim nächsten Part.